Hallo und herzlich willkommen im Wald zu diesem ganz speziellen Video. Und zwar hätte ich eine Bitte an euch. Sofern ihr selbst euch in irgendeiner Form als Survivalist, Bushcrafter, irgendwas dazwischen oder ein Prepper, der zusätzlich noch irgendwelche Bushcraft-Survival-Techniken trainiert, um noch besser prepared zu sein, wenn ihr euch als irgend so jemand in diese Richtung identifizieren könnt oder auch nur als, ja keine Ahnung, erweiterter Wanderer, der zusätzlich auch mal gerne abseits des Weges im Wald rumstapft und da vielleicht auch mal ein bisschen sich länger aufhält und nicht eben nur, vielleicht gerne auch, aber nicht nur und ausschließlich einfach nur mit dem Hund Gassi geht, weil der Hund irgendwo langlaufen muss. Wenn ihr euch also in irgendeiner Form in so eine Richtung identifizieren könnt, dann würde ich euch bitten, weil mir ist enorm dran gelegen zu sehen, was dabei rauskommt, die in der Videobeschreibung verlinkte Umfrage auszufüllen. Und bevor ihr jetzt denkt, was ist das denn jetzt? Es ist ja so, dass wir, ich nenne uns jetzt mal zusammenfassend Waldläufer, damit sich jeder in irgendeiner Form angesprochen fühlen kann, wir sind ein sehr, sehr, sehr diffuser Haufen. Und es gibt keinerlei wissenschaftliche oder sonstig geartete Untersuchung, was wir eigentlich wollen. Und gerade eben aus diesem Unverständnis, was wir sind, was wir wollen und was zum Henker wir im Wald eigentlich treiben, beziehungsweise warum wir das treiben und wie wir so ticken, dieser Unkenntnis, dieser Sachlage resultieren für uns gewisse Nachteile, also wirklich ganz praktischer Art, dass man jetzt eben, wenn man zum Beispiel den Förster fragt, ob man im Wald denn übernachten darf oder vielleicht auch ein Feuerchen anzünden, der halt primär erstmal in den allermeisten Fällen keine Ahnung hat, was zum Geier bitte ein Bushcrafter sein soll. Oder, was soll denn jetzt bitte Survival sein und wozu ist das gut? Und deswegen denken ja auch viele, will ich nicht sagen, aber es kommt schon mal vor, dass dann halt eben ein Förster-Kollege in irgendeiner Form dann halt eben denkt, der führt doch bestimmt nichts Gutes im Schilde. Oder eben, man wird dann halt doch mal im Walde erwischt, will ich jetzt auch nicht sagen, weil ohne Erlaubnis machen wir ja nichts Illegales, ne? Von jemandem angesprochen und der kann einen dann halt eben auch nicht zuordnen und hat noch nie von einem Bushcrafter oder irgend sowas in der Richtung gehört. Die Gruppierung des Bushcrafters, das Hobby des Bushcraftens ist einfach noch enorm unbekannt. Auch wenn wir vermutlich immer mehr werden. Aber selbst das weiß eigentlich niemand, weil wir eben so ein diffuser, nicht untersuchter, nicht irgendwie in irgendeiner Organisation organisierter Haufen sind. Und deswegen wäre es halt eben durchaus hilfreich, wenn man jetzt mal so anfängt, so erste, natürlich aus meiner Sicht optimalerweise wissenschaftliche Untersuchungen in Richtung dessen, was wir eigentlich sind und wie wir so ticken, zu unternehmen. Und eben genau das, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es auf jeden Fall in diese Richtung tendiert, ist Ziel der Arbeit vom Michael. Und der studiert in Freiburg, macht gerade seinen Master und entsprechend ist eben diese Arbeit, zu der diese Umfrage, die ihr entsprechend unten verlinkt findet, könnt ihr draufklicken und ausfüllen und so, ist halt eben ein ganz, ganz elementarer Teil seiner Masterarbeit. Und da wird es dann auch eine entsprechende Auswertung dann irgendwann zu geben. Und dann wissen wir irgendwann mal so, wie der Durchschnitts-Bushcrafter so drauf ist. Und das wäre dann tatsächlich eben was, um das Ganze auf die praktische Anwendung eben runterzubrechen, was man dann zum Beispiel generell in Forstamt XY hinterlegen könnte oder zumindest mal in Forstamt XY oder bei Landesforstverwaltung von, keine Ahnung, Baden-Württemberg mal vielleicht einen kleinen Vortrag halten könnte und eben zum Beispiel dann die Zahlen von Michael als Referenz nehmen könnte, um mal zu sagen, liebe Forstverwaltung, habt doch keine Angst vor diesen seltsamen Gestalten, die da im Wald rumspringen und unter irgendwelchen Planen pennen und Brennnesselblätter sammeln und Brennnesselsamen futtern und irgendwelches Harz, das der Baum nicht braucht, vom Baum kratzen oder sonstige Späße tun. Weil, wie gesagt, diffuser Haufen, kein Mensch weiß, was wir wollen, wir selber auch nicht. Man kann ja immer mal wieder in Foren lesen, dass diverse von uns davon ausgehen, dass wir ja alles wahnsinnige Naturfreunde sind. Ist ja auch naheliegend, aber genau wissen tun wir das nicht.
Und eine solche durchaus auch repräsentative Umfrage wäre jetzt halt mal wirklich ein elementarer und wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um sagen zu können, Mücke gefressen, Entschuldigung. Ja, Proteine. Um sagen zu können, was wir eigentlich wollen und was für ein Haufen wir sind. Und zwar nicht nur Selbsteinschätzung, sondern was Handfestes. Ne? Und ja, ich glaube, damit habe ich ausreichend klar gemacht, worauf ich hinaus möchte. Es geht in der Umfrage halt wirklich primär darum, wie wir so ticken und was wir im Walde so tun. Die Einstellung zur Natur ist ganz ein wesentlicher Aspekt, der eben dann auch eben wichtig ist, um damit ja quasi hausieren zu gehen. Also ich will jetzt auch nicht zu viel spekulieren und zu viele Ideen haben, wofür man die Ergebnisse einer solchen Umfrage bzw. die Auswertung der ganzen Masterarbeit von Michael gebrauchen könnte. Mir fallen noch diverse andere schöne Ideen ein, was man potenziell, wenn man da wirklich mal ordentlich Datenmaterial hätte, damit anfangen könnte. Es wäre auf jeden Fall extrem wichtig und super, super hilfreich. Also erstens für den Michael und zweitens würde es mich brennend interessieren und drittens natürlich auch für euch, weil ich denke, der Michael hat nichts dagegen, auch wenn ich vergessen habe, ihn ausdrücklich danach zu fragen, wenn er mit seiner Arbeit fertig ist, die er mir dann schicken wird oder ja. Jo. Und für euch vielleicht auch interessant, wenn der Michael mit seiner Arbeit fertig ist. Das hatten wir zwar auch noch nicht so ganz besprochen, aber ich kriege auf jeden Fall ein Exemplar in mindestens digitaler Form. So, und dann vielleicht noch als kleines Goodie, wenn ihr an der entsprechenden Umfrage teilnehmen wollt. Das ist ja irgendwann natürlich auch fertig, die Arbeit, und dann wird die ausgewertet und dann bekomme ich die Ergebnisse auch entsprechend zu sehen. Und zwar habe ich den Michael noch nicht gefragt, was ich hiermit übrigens tue, aber er hat garantiert bestimmt mit Sicherheit nichts dagegen, wenn ich dann so die wesentlichen Ergebnisse vielleicht für euch mal ein kleines bisschen auf diesem Kanal vorstelle, damit ihr dann halt auch eben mal wisst, wie tickt denn so ein Bushcrafter so. Und ja, vielleicht könnt ihr das auch wirklich als Tool in Anführungszeichen verwenden, wenn euch mal ein Förster über den Weg läuft und was bist du denn für einer, dass ihr dem dann, keine Ahnung, einen Zettel mit dem entsprechenden Link, falls er die Arbeit veröffentlicht, der Michael, das weiß ich jetzt halt noch nicht, müssten wir dann halt sehen, dafür müsste sie gut werden, dafür braucht er möglichst viele Leute, die entsprechend die Umfrage ausfüllen, aber man könnte dann halt eben den Förster zum Beispiel an diese Untersuchung verweisen, dann kann der Förster sehen, achso, das ist einer von denen, ach, und die sind ja ganz harmlos, die finden ja die Natur alle toll und machen da überhaupt nichts Schlimmes und gehen da beispielsweise, keine Ahnung, zur Selbstverwirklichung in den Wald und um die Natur zu genießen, Ruhe und Frieden zu finden. Irgend sowas. Weiß ich ja nicht, was ihr in diese Umfrage reinschreibt. Deshalb Umfrage ausfüllen. Sollte so irgendwas um die 20 Minuten dauern. Generell seid ihr sowieso Menschen, die viel Zeit haben. Ihr guckt schließlich meine Videos, also hoffe ich, ist das auch noch drin. Mir persönlich hat es viel Spaß gemacht, das Ding auszufüllen. Kann ich also wirklich aus... Das ist auch die Reste der Mücke. Aus eigener Erfahrung sehr empfehlen, das zu tun. Und wie gesagt, ich wäre euch dankbar, mich interessiert auch brennend, was dabei rauskommt. Mehr Werbung fällt mir zu diesem Thema nicht ein. Und jetzt sieht es wirklich so aus. Ja, es fängt auch gerade an zu regnen. Das an sich ist nicht schlimm, weil ich hocke unter so einer richtig krass dichten Tanne. Da muss es fast eine Stunde regnen, so richtig schlagartig, bis man hier unten nass wird. Aber Gewitter ist halt eben auch am Anmarsch. Und deswegen gehe ich jetzt heim. Macht's gut und ja, die Umfrage ausfüllen. Bitte, bitte. Danke, danke. Tschüss.